Ihr Kommentatorenteam ist natürlich auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Könnte spannend werden, Buschi. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. So werden die Gastgeber beginnen. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Philipp. Klasse, wie er dahin geht. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Platz auf dem Flügel für Bielefeld. Fabian Klos. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. Durchgesetzt, durchgetankt förmlich. Die Abwehr ohne jede Chance. Es ist schon fast frustrierend, wenn du dir so ein Ding fängst. Sie bekommen ihn nicht gestoppt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt können sie über außen kommen. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Ja, da müssen sie aufpassen. Ball noch im Spiel. Stark gemacht. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt kann er es machen. Ah, wichtiger Block. Philipp. Und dann verlieren sie den Ball. Der Angriff bringt also nichts ein. Torchance. Kein Problem, ganz sicher. Der Ball kommt rein. Die Situation wird erstmal geklärt. Das macht er gut. Sie holen sich den Ballbesitz. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Anspiel nach hinten. Was für eine Chance! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ah, etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Und die Entscheidung wird korrigiert. Vorteil abgepfiffen, Freistoß. Ganz energisch. Geht er rein. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Sie verlieren den Ball. Die Mitspieler bieten sich an. Und jetzt die Chance. Was für eine Parade. Aber Fahne ist oben, abseits. Er gibt den Ballbesitz ab.
das sieht gut aus. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Schulz. Pass nach hinten. Da ist die Chance. Die Torgefahr in Person. Da zeigt er es wieder. Nächster Treffer. Doppelpack. Jetzt wird er hier gefeiert. Klasse durchgesetzt. Und dann profitiert er hier natürlich von seiner Schnelligkeit. Und der Abschluss passt auch. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Philipp. Ball bleibt hängen. Ja, guter Pass. Jetzt kann das Tor fallen. Wieder machen sie das Tor, wieder setzen sie sich entscheidend durch. Führung nun also 3 Tore. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Sauber vom Ball getrennt hier. Philipp. Der Ballverlust. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Starke, tolle Chance. Ball bleibt hängen, Angriff erstmal zu Ende. Der Schiedsrichter pfeift ab und es geht in die Pause. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Toller Pass. Den spielt er gut. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann kommt dieser Hammer. Da gibt es nichts zu halten. Drin ist er. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Becker. Wichtig, dass er da klärt. Unaufhaltsam. Er holt sich diesen Ball. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Da wäre jetzt Platz. Aber dann wird doch nichts draus.
Ecke jetzt. Jetzt kommt hier der Wechsel. Schöner Pass. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Gute Chance. Super Szene, super Tor. Was für ein Volley. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann stimmt die Zuordnung da hinten nicht. Kurz die Verwirrung. Und das nutzen sie aus. Ganz geschickt. Drin der Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ja, klasse. Zurückgespielt. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Abseits. Philipp. Jeremias Leuch. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Die Chance hier. Eine sichere Parade. Die Ecke kommt. Situation erstmal geklärt. Sie haben die Chance gehalten. Ecke kommt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Super Tackling. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Den Angriff unterbindet er, aber ich vermute, das gibt Gelb. Ganz sicher, überhaupt keine Gefahr. Ja, unnötiger Fehler. Klasse reingespielt. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Und damit sind sie am Ball. Gut gespielt, dieser Steilpass. Gute Parade. Ecke kommt in die Mitte.
Ja, man sieht, sie wollen es mit Pressing versuchen. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Ganz sichere Parade. Sie wechseln. Ball kommt lang. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Jetzt der Schuss. Was für ein Pfund. Ball geht knapp nebens Tor. Pressing kommt sofort. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber.